Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüßen wir Sie vom großen Hellewegs Grundschulfest in der Handwerkskammer Koblenz. Und zu diesem Grundschulfest sind über Tausende von Schülern aus ganz Rheinland-Pfalz angereist. Und speziell aus diesem Grund habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt von 4 Schülern aus Singhofen, die mich heute begleiten werden. Und da würde ich sagen, stellt euch doch einfach mal vor. Ja, wer bist du denn? Ich bin der Jonas Zinnel aus Singhofen, bin 10 Jahre alt. Okay, vielen Dank. Wer bist du? Ich bin der Dario Celeste. Ich bin auch 10 Jahre alt und bin auch von der Grundschule Singhofen. Okay, danke. Machen wir hier weiter. Wer bist du? Ich bin die Hanna. Ich bin 10 Jahre alt und wohne in Attenhausen. Mhm. Okay. Ich bin die Lara Buschritter, werde bald 10 Jahre alt und wohne in Singhofen. Wunderbar. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf und erobern das Grundschulfest, okay? Gut, dann gehen wir. Zusammen mit 5000 Kindern eroberten Jonas, Dario, Lara und Hanna das Schulfest. Eine traditionelle Veranstaltung der Handwerkskammer Koblenz, das in diesem Jahr ganz im Zeichen der Hellewegs stand. Das Fest wie auch die neue Hellewegs-Aktion der Handwerkskammer Koblenz stehen ganz im Zeichen der Berufsinformation und Findung. Auf spielerische, unterhaltsame und spannende Art können Schüler so das Handwerk kennenlernen. Die Werkstätten in den HWK-Berufsbildungszentren waren an diesem Tag ganz in Schülerhand. Und auch die Hellewegs, jene begabten Waldwesen aus dem Buch »Sind die Hellewegs noch zu retten?«, sind eng mit der Kinderwelt verbunden und schaffen eine Brücke zum Handwerk. Auch das unterhaltsam und spannend. Dem neuen Buch, ab sofort im Buchhandel erhältlich, widmete die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Doris Ahnen auf dem Fest ein besonderes Event. Sie las den Schülern daraus vor. Das Lied der Hellewegs erlebte dann vor 1000 begeisterten Gästen seine Weltpremiere. Popstar Thomas Anders und die Rap-Soul-Gruppe Sister Nova legten auf der Showbühne mit ihrem Song Ziele ein Programm der Extraklasse hin. Ein Tipp für Ziele-Fans, das Lied gibt es auch auf CD und ist der gebundenen Ausgabe der Hellewegs beigelegt. Und weiter ging es für Jonas, Dario, Lara und Hanna über das große Grundschulfest der HWK. Nun in die Werkstätten. Hier gab es nicht nur viel zu sehen, sondern es gab auch Informationen, was man im Handwerk alles machen kann. Das probierte man dann natürlich am besten gleich selber aus. Fragen kostet bekanntlich nichts und so nutzte unsere HWK-TV-Mannschaft die Gelegenheit und ging mit dem Mikrofon auf die Lehrlinge zu. Hallo, was für einen Beruf haben Sie ausgeübt oder sind Sie am Ausüben? Ich bin Anlagenmechaniker für Klima-, Heizung und Sanitärtechnik. Macht Ihnen dieser Beruf Spaß? Ja, bis jetzt schon. Um Fragen ging es auch in der Pressekonferenz. Fast 80 Schülerzeitungsredaktionen nutzten die Gelegenheit und stellten ihre Fragen an Ministerin Ahnen, Popstar Thomas Anders, Hellewegs-Schriftsteller Stefan Gemmel, an Lehrer und die Spitze der Handwerkskammer als Gastgeber. Bunt und abwechslungsreich, so erlebten die 5000 Schüler die Riesenparty beim Handwerk. Auch ganz real in den Werkstätten. Die 4 Singhofener zog die Werkstatt der Maler und Lackierer magisch an. Auch hier wurde zuerst zum Werkzeug gegriffen, dann zum Mikrofon und der Ausbildungsmeister befragt. Macht Ihnen denn der Beruf Spaß? Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten hier mit vielen Lehrlingen und das ist eine schöne Aufgabe. Wie lange sind Sie jetzt schon Maler? Maler bin ich jetzt seit 8 Jahren und bei der Handwerkskammer seit 1,5. Schulfeste für verschiedene Altersstufen veranstaltet die Handwerkskammer übrigens in jedem Jahr. Wer mehr dazu wissen möchte oder ganz in Ruhe die schönsten Bilder dieses Festes im Internet ansehen möchte, der sollte sich bei www.hellewegs.de reinklicken. Wir haben jetzt unseren Rundgang durch die Werkstätten in der Handwerkskammer beendet und haben ziemlich viel erleben dürfen. Was hat euch denn am besten gefallen? Fangen wir mal bei dir an. Was hat dir denn gefallen? Mir hat am besten gefallen, wo Thomas Anders auf der Bühne gesungen hat. Okay, und was hat dir am besten gefallen? Mir hat am besten gefallen die Werkstatt mit den Biegen und alles. Mhm. Da haben wir auch hier so einen Armring bekommen. Super. Und dir? Mir hat am besten gefallen die Werkstatt mit dem Malen. Und dir? Mir hat am besten gefallen, als die Ministerin vorgelesen hat. Ah ja, okay, das ist natürlich auch toll. Wir haben also gesehen, ein ganz vielseitiges Programm wurde heute auf dem großen Hellewegs Grundschulfest geboten. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende. Machen Sie es gut, Ihre Katharina Buchsieb.